Hey Leute, ja, wir sind wieder da bei Pokémon Soul Silver. Einem weiteren Versuch, Lugia zu fangen. Und ja, ich werde jetzt mal Akogeta an erste Stelle setzen und probieren, es mit Eiszahn zu schwächen. Und es vielleicht sogar einzufrieren. Also, probieren wir es aus. Ja, komm, mit Hydro-Pumpe, wir mit Eiszahn. So, ja, wir probieren es einfach weiter. Vielleicht besiegen wir es aber vielleicht nicht. Ja. Perfekt, geschwächt. Ist aber leider nicht eingefroren. Komm nochmal Luftstoß. Und ja, wir probieren es weiter mit Superbällen. Da wir ja nicht wirklich andere Bälle außer Fensterbälle zurückgreifen können. Und ja. Jetzt wird Akogeta wahrscheinlich besiegt. Nein. Überlebt mit 11 KP und wir ja, setzen dann weiter Superbälle ein. Einmal gewackelt. Naja, so, es wird Akogeta besiegt. Und jetzt wird es mal einfacher sein. Und paralysieren ihn erstmal. Noch. Wir haben noch 13 Minuten Zeit, um dieses Pokémon zu fangen. Oder ich muss sogar einen dritten Part noch machen. Und das, ja, will ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Und deswegen speed ich hier mal ein bisschen ab. So, dann sind so. Probieren es weiter mit Hyperbällen. Okay, Ringtons und ja, weiter Bälle werfen. Nein, wir schaffen es noch nicht. Oh, es hat überlebt, okay. Aber den Luftstoß kann es nicht überlebt haben, leider. So, nur noch 27 Bälle und versuchen sie mir zu fangen. Ist aber immer noch nicht richtig funktioniert. Also schicken wir Blackbird rein. Nur noch 22 Bälle. Oh, ein Volltreffer. Ja Leute, ich muss wieder resetten. Tut mir leid.
Ja, ich muss mal kurz pausieren, weil ich den Emulator zu sehen geschlossen habe. So. Ich mache es jetzt sofort in Speed, weil dann schaffe ich es nie, es zu fangen. Wenn ich immer weiter normal Speed mache. Probier's mal gleich mit Finsterbell. Es scheint irgendwie doch nicht ganz zu funktionieren. Meine Fresse, das gibt's doch einfach nicht. Ja, das macht mir wirklich Schwierigkeiten hier. Ja, ein Flottball schade ich auch nicht. Einfach mal zu probieren. Wie viel zieht denn Donnerstock ab? Okay. Wird sich bei der Stimme zur Verfügung. 40 Superbälle. Und ja, wir sind vorwärts, oder? Die Flash ist mal besiegt. Wir können es weiter schwächen. Ja. So, jetzt haben wir es endlich gefangen. Ich will jetzt erstmal keinen Spitznamen geben und ja, so. Ja, unglaublich. Okay. Ja, und jetzt einfach jetzt mal Flucht allein. So, das kann ich auch wieder auf Normalspeed einstellen. Okay, erstmal fliege ich jetzt nach Anemonia City, um meine Pokémon wieder zu heilen. Ja. Und dann werde ich mich auch endlich auf zur Pokémon-Liga machen. Und ja. Aber ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal nach Ebenholz City wieder fliegen, um den Whirlpool loszuwerden. Und Aqua Gator dann im Gegenzug Kaskade beibringen. Ja, ich habe noch 6 Minuten Zeit. Und ja. Whirlpool soll vergessen werden. So. Sehr schön. So, Whirlpool vergessen und... können wir auch sofort wieder nach Neuburg hier fliegen.
Ja, aber der ist aber immer noch vom Ei. Keine Ahnung, so. So, und jetzt erzählt uns endlich, dass wir zur Pokémon-Liga aufbrechen können und ich werde jetzt endlich mal mein Kramschiff wieder an der ersten Stelle setzen, das ist ja schon hinter allen herhinkt, eine Zeit lang. Naja, eigentlich nicht so arg, aber ich will es jetzt einfach nochmal einsetzen und trainieren. Und ja. Gehen wir weiter und ja, der ist eben dann dieser Typ. Der sagt, wir haben uns den ersten Schritt in Kanto getan. Das ist ja unglaublich. So. Jetzt sind wir in den Toyo-Fällen. Und jetzt muss ich meinem Pegato natürlich auch gleich Kaskade beibringen. So. Kann ich auch gleich mal gucken, ob es hier noch. Ja, da oben gibt es ein Item. Das will ich mir auch holen gehen. Erstmal muss ich hier hoch und hier runter. Und ja, ich werde mir noch einen Mondstein holen, so. Wir sind gleich schon an die Trainerin, die uns noch herausfordert. In den letzten 2 Minuten, die wir noch hier haben. So. Ein Bisasam. Sollte ja nicht das Problem sein. Einfach Flügelschlag und es ist besiegt. So, jetzt kommt noch gleich die Weiterentwicklung dieser Knosp. Da reicht auch ein Flügelschlag. Und ja, jetzt eben noch die Endentwicklung. Dieser Flor. Die ich ja auch in Bloody Platin benutzt habe. Sogar da reicht ein Flügelschlag. Blackbird reicht Level 39. Sehr schön. Ja, ich pack Flash an 2. Stelle und ja. Die hier, gibt uns noch Sandsturm, so wie ich weiß. So. Ja, TM 37, das ist Sandsturm. Und ja, Leute, dann bin ich mal hier in den Part und wir machen dann im nächsten Part Richtung Indigo Plateau weiter. Bis dann, also ciao.